Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Koalitionsausschuss zu Flüchtlingspolitik. Bei dem Treffen heute Abend im Kanzleramt wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD über das weitere Vorgehen beraten. Die CSU fordert bis Anfang Juli eine Einigung darüber, wie das Weiterwandern von Flüchtlingen innerhalb der EU beendet werden kann. Containerschiff mit mehr als 100 Flüchtlingen an Bord darf in Italien anlegen. Das Schiff der Reederei Maersk machte nach tagelangem Warten im sizilianischen Pozzallo fest. Das Rettungsschiff Lifeline mit doppelt so vielen Flüchtlingen liegt derweil weiter im Meer vor Malta. Kommission legt am Mittag Empfehlung für Mindestlohnerhöhung vor. Die Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wissenschaft orientieren sich grundsätzlich an der Entwicklung der Tariflöhne. Rein rechnerisch ergäbe sich demnach eine Anhebung von 8,84 Euro auf 9,19 Euro. Kohlekommission nimmt Arbeit auf. Am Vormittag kommt das Gremium erstmals in Berlin zusammen. Bis Ende des Jahres soll ein Plan für den Strukturwandel in den Kohlerevieren und für den Klimaschutz vorgelegt werden. In Deutschland gibt es derzeit noch 3 Braunkohlereviere mit rund 20.000 Beschäftigten. Waldbrände in Nordkalifornien. Das Feuer hat bereits mehrere Häuser rund um Clear Lake Oaks zerstört und bedroht etwa 600 weitere Gebäude. Die Behörden haben zahlreiche Anwohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Das Wetter. Zum Teil stark bewölkt, sonst zeitweise Sonnenschein und meist trocken. Im Osten und Südosten einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 27 Grad.